ist das wie mit dem Drachen oder was? Ja, Digga. Das ist wie mit dem Drachen. Wenn ich das scheiß Item nehme, dann wird der mich doch angreifen, oder? Ich werde safe sterben. Für immer und ewig. Ich kann gar keinen Damage an ihm machen. Ah, jetzt vielleicht. Ich glaube, ich muss den Arm angreifen. Bin ich jetzt erst Mal gestorben? Ich bin das erste Mal jetzt gestorben, Leute. Ich bin die ganze Zeit schon nicht gestorben. Oder? Voll cool. Voll nice. Dankeschön! Ach, Gertje Berli, vielen, vielen Dank heute. Für die ganze Verschenk-Subs, wirklich. Vielen, vielen Dank. Die Leiche war ja seine Schwester, die du vor seinen Augen befummelt hast. Das war seine Schwester? Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich habe auch Items gekriegt, ja. Die sollte ich mir halt echt immer mal angucken, ne? Dankeschön, Gertje Berli. Vielen, vielen Dank. An hungriger Esel für das verschenkte Zapp. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Support. Merci. Aber jetzt wirst du ja öfter sterben. Mit Sicherheit. Wir haben ja davor auch eigentlich ein Gebiet besucht gehabt, wo wir ja schon, sag ich mal, länger da waren. Also, wo wir schon länger durch waren. Oh nee, jetzt ist der halt aggro die ganze Zeit schon auf uns. Oh mein Gott, kommt der hier rumgelaufen? Oh mein Gott, der läuft einfach in der Asche. Hängt der da fest? Wo waren denn meine Dinger? Weit muss ich rennen? Marathon-Lifer, Epi, ich sehe gar nicht, was da hinten passiert. Will ich vielleicht auch gar nicht sehen. Vielleicht ist besser so. Oh. Den kann man doch hier bestimmt auch irgendwie ausspielen, oder? Sonst würde es doch diesen Bereich hier nicht geben. Mein Freund und Kupferstecher. Alter, ich habe schon wieder drüber geschlagen. Oh, der haut mehrmals. Ups. Wie soll ich denn da hinmachen zu ihm? Hallo?
warum war das jetzt seine Schwester? Alter, ich war wondering. So ein Pisser. Der hat sich die ganze Zeit die Energie aufgehoben, bis er mir eine verpasst hat. Hallo, kleine Katze. Was für eine Dummheiten? Der Bruno hat Hunger. Okay, wartet, Leute. Dann gehe ich einmal kurz den Bruno füttern. Dann haben wir nämlich unsere Ruhe und dann können wir nochmal uns um den Boss kümmern. Holt euch gerne was zu essen, was ihr kriegt, was ihr snackt. Ich bin gleich wieder da. Machen wir noch ein gutes halbes Stündchen. Bis gleich. So. Wieder zurück. Verkleide dich doch als seine Schwester. Vielleicht erkennt er dich da nicht. Ja, meinst du, das ist eine Idee? Ich meine, der weiß ich nicht, ob der uns dann angreifen würde. Ich meine, es ist ja auch nur ein optionaler Gegner. Optionaler Miniboss oder so. Eigentlich müssten wir den ja gar nicht machen. Aber man kann den, glaube ich, schon platt machen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen... Hälfte haben wir jetzt nicht gehabt, aber... Mittel haben wir schon gut runtergezogen gehabt, glaube ich. Boah, ich habe zwar eine Kopfschmerztablette genommen. Ich habe übelst Kopfweh. Weil erst seit vorhin bekommen. Ich glaube, ich habe heute einfach ein bisschen... wenig getrunken. Ich habe mich nicht so... was getrunken heute, außer meine Cola. Ja, ich habe wenig gesüppelt, habe ich heute. Aber Leute, was macht, meint ihr, wenn wir jetzt Donnerstag nochmal spielen, werden wir nicht fertig, oder? Mit Dark Souls? Also wir müssen bestimmt noch länger daddeln, oder? Was denkt ihr? Also Freitag, Samstag bräuchten wir bestimmt noch, könnte ich mir vorstellen. Sogar dauern. Okay, okay, krass. Nee, die DLC habe ich halt auch noch nicht. Habe ich halt noch gar nicht. Er beugt sich immer weg. Aber anscheinend kann man da nicht mehr nicht rutschen. Lava.
Hyperstrom-Dämon. Ist aber auch ein geiler Name, oder? Aber ich glaube, wir haben ihn gleich. Falls er jetzt nicht wieder eine übelste Shit-Attacke macht. Oh, jetzt haben wir ihn sogar schon. Nice! Und sogar mit Schwert und Schild. Victory! War das jetzt nicht so gut? Ah, dadurch geht jetzt die Lava weg, beziehungsweise wird weniger. Das ist natürlich cool gemacht, ne? Weil dadurch kann man natürlich unten in dem Bereich ein bisschen rumlatschen. Wie zum Beispiel von da oben. Ich wollte gerade sagen, da oben ist ja noch eine Flamme, aber das war das Symbol, das es gespeichert hat. Und dadurch können wir uns da ein Item catchen. Und da vorne ist noch eine Tür, also so ein Tor. Dadurch haben wir auch was ganz anderes freigeschalten. Das da zum Beispiel. Ich meine, die da. Ach du Scheiße, die springen mich doch an, wenn ich da runter wäre. Heiliger Bimbam. Ach du meine Nase. Wenn Bosse zu normalen Mobs werden, das ist Gimmick-Boss. Wer war denn das da eben unten? Also diese anderen Bosse. Diese Mini-Figuren da. War das irgendwer, den ich kannte? Das war doch jetzt nicht der Capra-Demo. Der steht nämlich auch da unten. Das finde ich ja immer so ein bisschen gemein, muss ich ja sagen. Nee, ach Leute, wir werden uns nicht beeilen. Wenn wir halt ein bisschen länger brauchen für Dark Souls, dann ist es halt einfach so. Dann werden wir halt einfach Dark Souls noch weiterspielen. Meinetwegen das Wochenende dann durch. Und dann können wir immer noch gucken, dass wir dann vielleicht entscheiden, ob wir, also wann wir dann mit Dark Souls 3 anfangen, würde ich sagen, oder? Ach, du Scheiße. Ja, und das ist das Scheißding. Aber da kommen wir komplett nicht runter an diesem Teil. Also wir mussten eigentlich an dem Boss vorbei, damit wir weiterkommen, oder wie? Nur 18 Seelen. Alter Schwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also es war kein optionaler Boss. Wir mussten eigentlich an dem vorbei, oder? Sonst wäre die Lava nicht weggegangen. Mich an, weil ich mir das Item da hole. Ist es noch heiß? Nee. Was ist das überhaupt für ein Boss? War das mal ein Boss? Oder meinst du jetzt nur diesen da? Den Ziegendämon. Capra. Den kämpfen euch. Das wird ja schwierig.
Oh, wie er schon ankommt. Sein Schwert dann rumstolziert. Und einen auf Harten macht. Oh, 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 oh. Da hätte ich schon diese Kugel gebraucht. Dann hätte ich bestimmt gewonnen. Aber ich glaube, die hätte man das vor dem Bossraum nutzen können? Hm, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nie erfahren. Niemals nie. Niemals nie. Niemals, niemals, niemals nie. Niemals, niemals nie. Bum, 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 bum. Ist das der von der Burg, der die ganze Zeit hin und her gerannt ist? Jesus Christ, Jesus Christ. Den kann man so spät anvisieren, das ist das Problem. Jesus Christ, Jesus Christ. Ach so, Leute, weil ja einige jetzt da sind. Ich habe unten in die Infopanel habe ich jetzt meinen Streamplan für die Woche reingetragen. Wie gesagt, am Dienstag und Mittwoch wird es keinen Stream geben auf dem Kanal. Dafür sehen wir uns aber, wenn ihr wollt, gerne wieder Samstag und Sonntag. Und ich wollte mal allgemein fragen, wie wir das Weihnachten machen wollen. Weil 24. stream ich nicht. Definitiv nicht. 24.12. Aber ersten und zweiten Weihnachtstag wahrscheinlich auch nicht. Aber wie sieht es dann danach die Tage aus? Habt ihr Bock auf Stream? Wollen wir da... Also wir wollen ja theoretisch da den Community-Stream hier machen, mit ja, wofür ihr gerade ja auch die Community-Punkte sammelt. Aber wollen wir zum Beispiel auch Silvester oder so einen Stream machen, dass wir da morgens ein bisschen streamen? Oder seid ihr da irgendwie, seid ihr unterwegs zwischen Weihnachten und Neujahr? Das würde mich mal interessieren, wie da irgendwie so eure Pläne aussehen. Oh Gott, jetzt habe ich ja was gedingst. Jetzt habe ich ja beide gedingst. Oh mein Gott, es sind sogar drei! Ach du Scheiße, das ist so kacke. Jetzt haben wir nicht mehr den Zauber, leider. Kommen die eigentlich wieder? Da kannst du auch immer voll gut Runen farmen eigentlich. Also sehen. Ich muss über die Feiertage sowieso arbeiten. Also ist de facto eigentlich egal. Aber wirst du eher so vormittags oder mittags oder abends arbeiten? Weil ich habe ja jetzt neuerdings meine Streamzeiten. Also ich bin ja jetzt gerade im Praktikum von meinem Studium her und kann ja darum erst unter der Woche immer ab 14 Uhr streamen. Und ich würde eigentlich gerne auf 9 Uhr Zeiten gehen, also auf morgens, damit dann halt auch mal, wenn wir am Rad drehen oder so, dass sich halt ein bisschen mehr ausgeht, wenn wir dann da auch mal einen Abendstream oder so machen. Dass wir da dann halt auch mal andere Termine dann haben. Darum würde mich das mal interessieren, wie ihr da so zeitlich halt könnt. Weil ich habe mal eine Umfrage gestartet gehabt auf dem Discord. Und da war es eigentlich ziemlich ausgeglichen. Also es gab sowohl Leute, die halt nur abends konnten. Es gab Leute, die konnten irgendwie nur mittags oder am Wochenende. Also es war relativ ausgeglichen, würde ich mal sagen. Muss ich von da oben runterfallen oder wie? Scheiße. Och, ich wollte auch gerne das Item.
Oh, nicht, dass sie jetzt wieder da sind. Das wäre richtig toxisch. Tagsüber meistens 8 bis 17 Uhr arbeiten. Bis ich zu Hause bin, dann ist es 19 Uhr. Aber orientier dich bitte nicht hier an mir. Eher an die anderen Follower hier. Ich bin ja viel zu selten Gast. Ach, ihr seid mir doch alle wichtig. Ich möchte halt schon gerne versuchen, für jedermann irgendwie da zu sein. Also wäre für dich dann Wochenende meistens sinnvoller oder was? Oder halt 19 Uhr. Ja, da wäre so ein Abendstream dann halt auch mal cool, ne? Ich meine, sonst kann ich ja auch sagen, wir machen irgendwie... Oh Gott sei Dank, die sind nicht wieder da. Wir könnten dann theoretisch ja auch... Weil ich überlege halt die ganze Zeit, wie ich das mache, weil ich habe ab Mitte Dezember habe ich halt frei. Und muss eigentlich erstmal nichts machen, außer meine Bachelorarbeit schreiben. Und halt diese Praktikumsmappe. Bis April. Wenn ich es schaffe, bis April meine Bachelorarbeit fertig zu schreiben, könnte ich dann halt jeden Tag streamen. Aber ich würde das halt gerne etablieren mit den 9 Uhr Zeiten. Andersrum will ich auch nicht jeden Tag streamen. Andersrum will ich gerne unter der Woche da sein. Ich will aber auch gerne mal Wochenende streamen. Und es ist echt schwierig. Dann hatte ich halt überlegt, ob wir das so machen ab Januar, dass ich halt jeden zweiten Tag online bin. Damit ich halt zwischendurch einfach auch mal ein bisschen Zeit für mich habe. Und gegebenenfalls auch die Zeit nutzen kann, um einfach halt auch was für die Uni zu machen. Und halt für den YouTube-Kanal und sowas alles. Aber das Problem ist halt, ja, ich bin mir halt echt nicht sicher mit den Streamzeiten. Ach, Wochenende bist du auch. Ach, Gastronomie. Ja, okay, das ist dann natürlich, da hast du dann wahrscheinlich an manchen Tagen dann eher nur frei und kannst da dann reinschauen. Ja, das ist halt echt immer schwer für alle Leute da irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wann man streamt. Ey, Leute, kann ich da nochmal hinrennen? Ich werde doch wieder sterben, oder? Gibt es irgendwas, was mich schützt vor Pyro, vor Lava? Das ist doch eben bei mir so schnell hochgegangen, dass ich instant gestorben bin, oder nicht? Oder kann ich die Items dann einfach nicht holen? Muss ich vielleicht noch irgendwas machen oder so? Was haben wir überhaupt gekriegt? Wir hatten, glaube ich, irgendeine Rüstung oder sowas bekommen, ne? Ja, eine andere Armor, das wäre halt auch gerade meine Idee gewesen. Die so ein bisschen Feuerresistenz oder so hat. Aber hier steht ja zum Beispiel gar nichts mit Feuerresistenz. Oder ist das vielleicht sogar die Rüstung, die wir von dem Mädchen umgelootet haben? Ach doch, da steht ja Feuerabwehr. Ich habe hier rechts die ganze Zeit auf die Seite geguckt. Feuerabwehr 16, Schattengewand. Höhlensoldatrüstung. 18 hier zum Beispiel bei der Balderrüstung. Ist das so viel? Macht das so viel Unterschied? Ja, es war die schwarze Armor von ihr. Die ist es, aber verrat es keinem. Die schwarze Armor, die ganz oben eben war, oder was? Ich würde halt so gerne auch andere Kleider anziehen, ne? Ich finde die hier echt schick. Aber das Problem ist, dann steigt halt mein Gewicht und das will ich nicht. Ich möchte ja schön schnell und beweglich sein. Anstatt... Das haben wir auch gekriegt, ne? Die Stulpen der Gunst. Boah, die haben einfach 30 Feuerabwehr. Paladin 37. What the fuck? Dann bin ich halt doch so langsam. Aber 37 ist, glaube ich, das Höchste, was wir jetzt bei Feuer derzeit gesehen haben. Magieabwehr. Da könnte ich mir vorstellen, wir müssen ja noch gegen die Hexe kämpfen. Das ist die einzige, die ich mir gemerkt habe von den Charakteren, von den Bossen. Das kann schon sein, dass wir da Magieabwehr brauchen. Irgendwann mal. Muss halt die Ausdauer skillen. Die Ausdauer, ist das so essentiell auf Gewicht? Ausdauer zu skillen? Ich zieh mir einfach einen Sack an. Okay, also theoretisch Paladin war, glaube ich, das Höchste, ne? Feuerabwehr. Oh mein Gott. Schaut bitte nicht hin. Bitte schaut nicht hin, das ist mir peinlich. Paladin-Helm. Thank you.
Soll er den Gamaschen? Also jetzt. Digga, was? Das kannst du mir nicht erzählen, das ist Dogshit. Das ist Dogshit! Nee. 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 Scheiße auf das Item. Ist mir auch egal, was da liegt. Du müsst ja zwischendurch stehen bleiben und die ganze Zeit gegenheilen. Ja, stimmt. Es gibt auch einen Ring mit mehr Traglast. Gibt's auch. Das stimmt. Vielleicht gibt's auch einen Ring, dass man halt ein bisschen unempfindlich ist gegen Feuer. Ich glaube, das verstärkt Feuerverteidigung. Sowas könnten wir sonst auch anziehen. Aber ist das Feuerverteidigung? Ich will da jetzt nicht nochmal hinlaufen. Guck mal bei Spells. Guck aber gleich auf das Gewicht. Die Plattenrüstung sind einfach zu schwer für dein Bild. Nee, ich will das ja auch gar nicht spielen. Mir ging es ja nur darum, dass ich was anziehen will, um mir die Sachen zu holen. Ich ziehe meine anderen Sachen wieder an. Ich hole mir nicht das Item. Oder werde ich traurig sein, weil ich das dann nicht mitgenommen habe? Ist ja jetzt irgendwas, was so dermaßen gut ist? Boah, meine Sachen sind auch fast wieder kaputt, ey. Ich muss mal wieder reparieren. Das hier. Zaubererstolpen? Waren das die Zaubererstolpen? Die anderen, ja, ne? Oder hatte ich andere Handschuhe an? Ich weiß gar nicht. Zauberstolpen. Ohne das Item ist das Game total gelaufen, ne? Das glaube ich nämlich auch. Dann zieh erstmal deine Lampe aus, dann hast du auch mehr Gewicht. Ach, meinte, das ist nur wegen der Lampe jetzt gerade? Hallo Taktik! Hallo! Wisst ihr noch, was das für Items sind? Ob ich die gebrauchen könnte? Ob das ein Ring ist oder sowas, was ich brauche? Aber wenn ihr sagt, das ist ein Item, Evi, da musst du ran. Das brauchst du. Ich meine, wir können ja hier immer noch hergehen. Ich will halt gerne in der Story weiterkommen. Mir hängt halt die Zeit auch so ein bisschen im Nacken. Ne? Ich will gern vorankommen. Ja, heute mit Latzhose. Ich habe schon überlegt, ob ich mal so ein Emote mache, wo ich eine Latzhose einfach als Emote reinpacke. Aber wir haben halt leider derzeit keine Emote-Slots mehr zur Verfügung, weil wir nicht Partner sind und weil wir tatsächlich bestimmte Sachen noch nicht erreicht haben, wie zum Beispiel die nächste Bit-Stufe oder die nächste Abo-Stufe oder sowas. Darum habe ich noch nicht die Möglichkeit, weitere Emotes zu benutzen. Aber ich habe gehört, dass Twitch da dran arbeitet und dass man wohl bei Zeiten auch wohl andere Emote-Plätze noch zur Verfügung bekommt, auch wenn man nicht Partner ist. Da warte ich natürlich sehnsüchtigst drauf. Da warte ich sehnsüchtig drauf, dass ich da noch... Weil ich habe noch ganz weitere andere Ideen von Emotes, die ich noch gerne reinpacken wollen würde. Auch so animierte Emotes. Ich finde animierte Emotes so cool, aber davon haben wir so wenig. Dabei gibt es so viele Clips, so viel Potenzial, was man als Emote benutzen könnte. Und ja, es ist manchmal echt schade, dass man das nicht... Okay, also wir merken uns, dass wir hier nochmal her müssen wegen den Items. Das müssen wir uns mal nochmal merken. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Spell oder so, den man nutzen kann, damit man über Lava gehen kann. Aber ich meine, hier kann man auch von oben versuchen runterzufallen. Vielleicht klappt das. Aber dann stirbst du auf dem Weg, wenn du dich darüber rollst wahrscheinlich. Ich würde erst gerne nochmal weitergehen. Es ist schon 17.55 Uhr. Also eine halbe Stunde würde ich vielleicht schon noch machen. Eine halbe Stunde würde ich schon gerne noch... Und vielleicht gibt es heute Abend wieder Sandwich-Toast. Ah ne, wir essen heute Abend... Ravioli. Ne, nicht Ravioli. Wie heißen die Tortellinis, essen wir heute Abend. Die Reste von der Packung, die ich mal von der Woche aufgemacht habe, gibt es heute Abend. Schön lecker mit Käse, mit Schafskäse und wie heißt das andere? Spinat gefüllt. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan, nochmal später herzukommen. Ja, es gibt halt manchmal auch so Stellen, da kommst du vielleicht jetzt auch gerade in dem Moment gar nicht ran. Und da kannst du vielleicht später einfach was machen. Man muss sich halt die Sachen nur merken. Wenn man sich die nicht merkt, dann hat man die Arschkarte. Aber dadurch, dass... Oh, eine Dämonenmachete. Man kann
Aber dadurch, dass ihr auch hier seid und auch euch Sachen merkt und mit aufpasst, ist das ja immer ganz, ganz cool. Ich habe zum Beispiel für Elden Ring, habe ich mir damals eine Liste geschrieben. Ich habe so ein schwarzes Buch. Ich weiß nicht, die ein oder anderen von euch kennen das bestimmt. Das ist mein Jahresplaner. Und da schreibe ich halt gerade von so Souls-Sachen, schreibe ich übelst viele Sachen rein. Ne? Hier zum Beispiel Lords of the Fallen habe ich sehr viel reingeschrieben. Welche NPCs wir gefunden haben, welche Easter Eggs es gibt, wo man manche Schlüssel herfindet und sowas alles. Das habe ich mir alles drin aufgeschrieben. Und das habe ich auch für Elden Ring damals gemacht gehabt. Und ja, das könnten wir uns eigentlich hier für Dark Souls auch eintragen. Aber bisher habe ich da nicht so unfassbar viele Sachen, die ich mir noch merken wollte. Das hält sich schon noch tatsächlich in Grenzen. Ach, Alter, wirklich. Jetzt kommen die da in 20-facher Ausführung? Was soll das denn? Was ist das da unten? Ist es ein Drache? Ist es eine hässliche Pflanze? Was war das? Oh, was ist das denn? Ah, das sieht ja aus wie so ein riesen Tausendfüßer. Ja, pfui. Das ist ja ekelhaft. Das ist einfach aus der Wand da unten rausgekommen. Digga, warum kann ich dich da nicht anvisieren? Auf gut Glück. In den Hodensack. Klack, klack. Oh, da unten ist auch ein Leuchtfeuer, Leute. Cool. Da ist ein Leuchtfeuer. Die Attacke ist so überpowered. Guten Morgen. Du bist ein Streamer von deiner Belohnung für 10 Stream-Serie entfernt. Na, dann halte ich mal ran, Drachenjagd. Wie lange hält ein Nudelauflauf von 800 Gramm bei dir? Schon ein bisschen. Ich bin halt ein sehr schlechter Esser, muss ich sagen. Also, ich esse sehr lange an meinem Essen. Und bin sehr, sehr wenig Esser tatsächlich. Warum gibt es bei dir heute Nudelauflauf und lädst mich heute ein, oder wie? Twitch arbeitet ja auch daran, mehr Geld zu verdienen. Werbung reicht ja nicht mehr. Hä, worum geht's? Mit Twitch und Geld verdienen? Klar, Twitch ist ein Unternehmen. Die ist klar, dass sie Geld verdienen wollen. Und dass man durch Werbung nicht mehr Geld einnimmt, das weiß doch jeder von uns. Nee, kann ich halt auch verstehen. Das ist Twitch. Halt Geld verdienen will, machen will. Was sind das denn für Viecher? Oh, der kann hier hochklettern anscheinend. Oh. Oh, 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 Alarm, Alarm. Oh mein Gott, die sind aus Stein. Okay, zwei Schläge. Der da unten macht mir ein bisschen Sorge. Gramm klingt nicht nach Auflauf, sondern nach Dessert. 100 Gramm. Das ist fast ein Kilo, ne? Ist so eine Auflaufform? Hat die so... Passen da 800 Gramm rein? Ich weiß ja nicht, wie viel groß so eine Auflaufform ist. Lava rausgelaufen kommt.
Also, aber warum tropft das hier oben nicht? Müsste das nicht theoretisch tropfen? Das sind wirklich Gargoyles. Und ich glaube auch, der da, das ist ein Gargoyle, der greift doch safe an, oder? Aber warum ist das so dicht? Dieser Wurm an dem Leuchtfeuer, ist der vielleicht lieb? Und ist gar nicht böse? Okay, die greifen mich nicht an. Den Wurm kann ich nicht anvisieren. Oh doch, den kann ich doch anvisieren. Meine Spells haben decided. Ist mir egal, ob der mich jetzt angegriffen hat oder nicht, der Wackelwurm. Der soll weg. Weg mit ihm! Und ab mit seinem Kopf! So, das haben wir jetzt aktiviert. Ich muss mich aber hinsetzen, glaube ich. Bei mir halt 800 Gramm im Tag für mich alleine plus Muffin und Berliner als Dessert. Lecker. Aber welche Sorte von Lasagne? Also typisch Bolognese oder bist du eher so Fan von Gemüse mit, keine Ahnung, was gibt es da noch? Oder so Carbonara gibt es ja zum Beispiel auch noch. Für ein komisches Vieh. Ist das das, was ich getötet habe? Wird es noch lebendig? Oh, hallo. Ich sag doch, das ist Gargoyles. Muss ich hier mal gehen. Frage ist nur, sollte ich hier lieber menschlich lang gehen? Boah, da sind ja auch noch welche. Okay, dann geht's da vielleicht noch gar nicht zum Boss. Oh Gott, da ist ja... Okay, da kannst du unten da langlaufen. Oh mein Gott, er kommt an. Oh mein Gott, er kommt an. Er ist tot, oh ja. Da ist schon wieder so ein dicker Wurm. Ab mit seinem Kopf! Eine grüne Scherbe. Die sehen auch cool aus, finde ich. Aber das war ein vorher irgendwas, oder? Den kenne ich noch gar nicht. Völlig an mir vorbeigegangen. Oh mein Gott, du bist schon so weit. Hallöchen, Lemur-Akrobat. Leute, ich werde das übrigens wahrscheinlich so machen in Dark Souls. Soll ich das als halbe Stunde hochladen, nachdem ich Elden Ring durch habe bei mir auf YouTube? Oder soll ich das als ganze Streams hochladen? Wie würdet ihr das lieber gucken wollen? Als halbstündige Videos? Oder als, als einfach Stream ohne geschnitten, zack, einfach hochgeladen. Und dann kann man halt vorspulen oder sonstiges. Ich finde halt halbe Stunde irgendwie geiler. Wenn ich das als Stream so hochladen würde, komplett, dann würde ich, glaube ich, ein Highlight draus machen, dass wenn ich den und den Boss gemacht habe, dass ich das zusammenschneiden würde, glaube ich. Doch, der Boss war das. Echt? War ein Boss? Ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Lemur-Akrobat, wie geht's, wie steht's? Halbe Stunde länger gucken die Leute eh nicht. Das stimmt tatsächlich. Also ich sehe das auch bei meinen Videos tatsächlich auf YouTube, dass da auch so nach 20 Minuten
ist schon bei vielen, vielen die Geduld weg, sage ich mal. Aber ist das schon weit? Lemur-Akrobat? Oh. Hinter mir war auch welche. Weil, es gibt, also wir müssen auf jeden Fall noch einen Boss ja auch machen, ne? Unten in dem einen Geisterbereich. Da waren wir ja noch gar nicht. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas überspringen, weil ich hier weitergegangen bin. Theoretisch hätte man das ja auch schon vorher machen können. Das kriegt man ja schon vor dem Geisterbereich eigentlich, oder? Dass ich jetzt irgendwo reingehe. Wo ich eigentlich noch gar nicht reingehen sollte. Ah, eine Flammenglut haben wir gekriegt. Schön. Können wir also wieder einen unserer Schmiede geben. Du weißt tatsächlich noch nicht an wen, aber das wird sich dann noch herausstellen. Nee, aber wegen YouTube muss ich mal gucken. Also Elden Ring läuft halt nicht mehr so lange, ne? Also da haben wir jetzt nur noch ein paar Völkchen, 50 Folgen vielleicht. Oh, da liegt noch ein Item. Wenn es hochkommt, da sind wir jetzt gerade bei Halligbaum. Ich habe aber nicht mehr so viele Streams und dann kommt theoretisch der zweite Playthrough. Und da weiß ich auch noch gar nicht, wie ich das schneiden will oder ob ich das überhaupt hochlade oder ob ich nur Bosskämpfe dann mache. Aber andersrum denke ich mir so, warum soll ich nur Bosskämpfe hochladen aus NG plus 2? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Hm. Weiß ich noch nicht. Da bin ich mir echt richtig dolle unsicher, wie ich das alles machen will. Also lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Oder vielleicht kommt links noch mal ein Wurm raus. Mein Eselsinn hat mir soeben mitgeteilt, dass es einen Indikator gibt, ob es eine Mimik ist oder nicht. Ja, das weiß ich auch schon. Also erstmal muss man gucken, ob die Kette, ob die sozusagen eine Kurve zu dir nach vorne schlägt oder ob die nach hinten andersrum gedreht ist. Das ist schon ein Indiz. Und wenn man davor steht, dann öffnet sich die ganz leicht und sie atmet. Das sind so Sachen, wo man eigentlich erkennt, ob das eine Mimik ist oder nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal fehlt mir einfach die Geduld. Dann will ich da nicht Ewigkeiten warten und gucken, was passiert, sondern dann schlage ich lieber einmal drauf und dann ist es vorbei. Ist vorbei, bye, bye, Unimon. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye. 1000 Stunden habe ich gewartet. Ist hier noch irgendwas? Okay, Lady O'Kelly. Ist das ja vielleicht doch ein Bossraum, oder? Oh Gott. Ist es ein Bossraum? Ist es kein Bossraum? Gibt es hier Leute, die ich mitnehmen kann oder nicht? Oder doch? Oder Gott, soll ich reingehen? 32.000. Aber hier ist ja auch noch a way to go. Hier überhaupt lang gehen? Ich dachte, da liegt die tote Ratte mit ihrem Schwanz. Was ist das für ein komischer Raum? Jetzt muss ich da einmal komplett rumlaufen. Ich kann da nicht mal rumlaufen. Was habe ich denn da drüben hin? Hier irgendwas aus der Wand geschossen kommt.
Lemur Krobat, Dankeschön für die Community-Punkte. Merci beaucoup. Dankeschön für den Support. Okay, wie useless ist denn dieser Raum? Ich muss von der... Nee. Hä? Von dem Ast komme ich da auch nicht rein, oder? Also muss ich jetzt durch den Nebel... Also hier kann man runtergehen, obviously. Aber das bedeutet nicht, dass man da drüben hin... Kann ich da so runterrollen vielleicht? Aber wenn ich da runterrolle, rolle ich doch bestimmt... Da falle ich doch da runter, oder nicht? Oder vielleicht einfach aufmachen und sehen, was passiert. Oder ein Item auf die Kiste draufwerfen. Dazu gibt es immer mehr als einen Weg. Game gibt nur bedingt ja vor. Man kann ja wohin rennen, wo man will. Und warum hast du heute spontan freigekriegt? Mega gut. Das sieht voll so aus wie Halligbaum, ey. Oder öffnet man da jetzt irgendein Tier oder so? Da kann ich bestimmt safe... Oh, da sind Viecher. Ih, was sind das denn für Wesen? Heupferde. Insekten. Ach, bis Samstag in Nachtschicht eingesprungen. Ach so. Na, dann ist das ja verständlich. Wow. Wow, wie unfair war das denn? Scam, Leute, Scam. Warum wollen die denn da rein? Sind zielstrebig da so hingerannt? Das lebt immer noch. Hä? Hey, wait. Wow. Da ist da was ganz Großes hinter, oder? Oh mein Gott, zum Glück ist es verschlossen. Zum Glück ist es verschlossen, Leute. Zum Glück ging es da nicht weiter. Hier hinten ist auch einfach ist zu, wa? Jo, kommen wir nicht weiter. Okay, dann müssen wir ja obviously durch den Nebel durch. Ich weiß auch, warum die da... Das ist, glaube ich, ein Indiz gewesen, dass die Tür sich nur hierher öffnet. Weil die Viecher sind zu der Tür gerannt. Sprich, so als ob ich da rauskommen würde und sie mich direkt anspringen würden. Oh mein Gott. Ey, wie sich innerlich so ein kleiner Druck in mir aufbaut, weil ich aufgeregt bin, weil ich nicht weiß, wo es als nächstes reingeht. Und ihr sitzt da alle so, vielleicht passiert das ja. Obwohl ich auch 3 Wochenenden dann Dienst hatte. Ach krass, ey, das ist aber sympathisch, dass du das machst. Ist das dann auch eigentlich ein bisschen gemein, dass du dann heute spontan freigekriegt hast, ne? Weil da kann man sich ja gar nicht so richtig drüber freuen. Feuerdämon. Och, nee. Wow. Ah, okay, der ist hier drin. Naja, gut. Da wissen wir ja, was wir machen müssen. Ne? Versuchen wir mal wieder hinten an seinem Anus zu kleben. Oh, 33.000 Seelen. Das war ein kurzes Abbiegen. Länge mal breiter ausgezahlt. Also ist es Wayne. Naja, wenn das nicht so schlimm für dich ist, ist so alles. Dann ist so alles gut. Ich weiß nicht, ich würde es nicht mögen, wenn bei mir dann so spontan irgendwie gesagt wird, ey, komm mal dann arbeiten oder komm mal nicht arbeiten, weil
Also ich habe gemerkt, dass bei mir in meinem persönlichen Leben mir das extrem wichtig ist, dass ich so einen Plan habe. Und vor allen Dingen, dass der Plan auf mich abgestimmt ist und nicht auf andere Leute. Also das wäre sowas, was mich dann schon nerven würde. Wenn man dann irgendwie sagt, ey, kannst du nicht Samstag kommen? Und ach ja, wenn du jetzt schon Samstag da gewesen bist, kannst du nicht auch theoretisch dann den Montag freinehmen. Weil das ist so spontan, finde ich immer voll schwer. Aber wenn du damit fein bist, finde ich das völlig okay. Also es gibt ja Leute, die da echt kein Problem mit haben. Angesichts der Umstände kann ich ja auch nicht klagen. Na dann. Ups. Da habe ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Okay, ich hoffe, wir schaffen den jetzt, Leute. Das hoffe ich ja ganz doll. Wenn ich das schon mache und jetzt durchgehe, habe ich die ja noch mit mir dabei? Nein. Wow, Alter. Jedes Mal. Ja, das wird jetzt die ganze Zeit wieder so sein, dass ich reinrennen will. Okay, also man hat auf jeden Fall nicht die Dinger da dran. Und das ist interessant zu wissen. Ach, 142 Tode, Leute. Wir nähern uns den 150. Ich sag's euch, wie es ist. Der hat halt eine relativ lange Reichweite, ne, durch sein... Also ihr müsst irgendwie schaffen, hinter ihm zu kommen. Dann geht das vielleicht. Ach Leute, hätten wir jetzt eine Rüstung, die wir ein bisschen feuerresistent sind. Aber wir spielen ja als Magier, haben wir gesagt. Ohne die fette Rüstung und 3000 Sicherungen, ist das, Ananas. Theoretisch 1000 Damage, wenn wir den treffen würden. Ich weiß nicht, wie viel der immer hat. So annehmen. Müssen wir den eigentlich machen? War am Anfang aber auch echt krass viel Zeugs, ne? Viele Seelen. Also ihr könnt doch theoretisch vorher erstmal leveln. Weil gibt es auch echt genug Gegner. Schon wieder. Yes.
Also die Taktik war wieder die gleiche. Zack, Musik aus. Das ist wieder Disco damals. DDR-Disco. So, jetzt haben wir eine bestimmte Uhrzeit erreicht. Aus die Maus. Licht an. Sehr schön. Easy peasy, lemon squeezy. 3 Versuche. Das ist immer so, ne? Die meiste Zeit brauche ich immer 3 Versuche, ehe ich irgendwas gebacken kriege. Okay, wollen wir jetzt zurückgehen? Weil hier ist kein Leuchtfeuer gewesen, ne? Und hier geht's sonst weiter. Nicht, dass wir da sonst unsere Seelen verlieren. Und die hierher kommen sonst. Bestimmt die Tür, wa? Oh. Noch ein Leuchtfeuer. Oh, 16 haben wir jetzt noch. Ach so, wir sollten leveln. Oh mein Gott. Wir sollten auf jeden Fall leveln, Leute. Let me level, you little piece of shit. Dann holen wir uns hier auf jeden Fall noch ein paar von den Seelen. Seele von einem Ritter können wir auch noch nehmen. Dämonenbeschleuniger, wer ist diese Candy Step, aber von dem nicht. Dämonenbeschleuniger? Haben wir da jetzt gerade ein Item gekriegt, was ich schon wieder nicht gesehen habe, oder wie? Dämonenbeschleuniger? Oder was meinst du jetzt? Dämonenbeschleuniger?